Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Daniel. Kann man nichts machen, ne? Ja, ist halt so. Ist halt so, ja, genau. Und heute haben wir den 1. Dezember. Wir gehen sowas von strack auf Weihnachten zu. Besorgt euch eure Geschenke, macht's nicht wie wir. Wir laufen am letzten Tag immer noch zur Mittagszeit rum und suchen. Ja, genau. Genau so mache ich es. Meistens kaufe ich dann was von der Tankstelle. Ah, ist egal. Was Essbares dann, ja, weil du nochmal irgendwie Hunger hast auf dem Weg, kannst du trotzdem noch was reinfeuern. So etwa, ja. Am 1. Dezember 1977 geboren ist Brad Delson. Brad Delson ist der Leadgitarrist von Linkin Park. Ah ja, cool. Ja, ja so. Ding, 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 ding. Hat er gemacht. Hm. Ne? Ja. Brad Delson, geboren in Kalifornien, Agoura. So heißt der Ort. Agoura. Muss man nicht kennen, auf jeden Fall Kalifornien. Okay. Ja. Ja, ja. 1977, habe ich schon gesagt, komm. Egal, 1. Dezember 2002 und genau 132 Jahre nach seinem Tod werden die sterblichen Überreste von dem Schriftsteller, dem französischen Schriftsteller Alexandre Dumas, in Paris beigesetzt. Alexandre Dumas kennt man. Drei Musketiere, genau. Vier Musketiere. Vier Musketiere, der Mann mit der stählernen Maske. Das hat er auch gemacht? Hat er auch gemacht. Ah, okay. Graf von Monte Cristo? Hat er auch gemacht? Hat er auch gemacht. Und noch viel mehr, ja. Das waren ja alles so Mantel- und Degen-Dinger. Mantel- und Degen-Filme! Alexandre Dumas. Ja. Und erst 122 Jahre später wurde er beigesetzt. 132 Jahre später 32. Ist er beigesetzt worden. Am 1. Dezember. Im Pariser Pantheon. I tell you, sag ich denn nur. Am 1. Dezember ist aber heute auch für unsere rumänischen Fans, ja, wir haben auch an euch gedacht. Heute in Rumänien ist Nationalfeiertag. Ah, toll. Ja, genau. Super. Alles Gute zum Nationalfeiertag in Rumänien. Ja, unsere rumänischen Fans, wir denken an euch. Ja, aber am 1. Dezember haben wir noch ein Ereignis, das wir besprechen wollen. 1991 stimmten 90% aller Wähler der Ukraine für eine Loslösung von der Sowjetunion. Kürzlich erst wieder teils revidiert, weil sie ja die Krim wieder annektiert haben. Ja. Aber ansonsten ist das eine Zahl, die steht. Das heißt, das 1. Ging Dezember 1991 ging es schon los. Ging los. Ja. Und dann war hier so Tohu Wabu. Richtig, genau. Ja, genau. Was hatte Klitschko 1991 gemacht? Geboxt. Geboxt. War dann noch nur geboxt. Ja. Mittlerweile, der war doch irgendwie Bürgermeister von Kiew oder so. Von sowas. Kiew, genau. Hammer, was der gemacht hat. Das ist die Politik, ja. Naja, genau. Aber der wird niemals Gouverneur von Kalifornien werden. Das sage ich jetzt mal so. Ich mir auch nicht. War das eigentlich der mit der Hayden Panettiere? Hä? Hayden Panettiere verheiratet ist? Nee, das ist der kleinere, ne, von den beiden. Der Vitali? Ja, richtig. Der Vitali und der Wladimir. Der Wladimir ist der Kleine. Vitali ist der Große. Ist der Bürgermeister. Ja, okay. Ja, richtig. Und der Wladimir ist der Kleine, der ihm auf die Fresse gekriegt hat. Ja, der ist mit der Hayden Panettiere verheiratet. Oder zumindest. Was ist denn Hayden Panettiere? Das ist die kleine blonde Maus aus Amerika, mit der, wenn die nebeneinander stehen, wenn die zwei Klitschkos dastehen und diese blonde Amerikanerin steht in der Mitte, die ist ja nur 1,55 Meter groß, sieht aus wie die Münchner Frauenkirche, so von der, vom Schattenwurf her jetzt. Ja. Aber es ist immer wieder geil, dann denke ich mir, wie können die miteinander, die haben ja sogar ein Kind. Ja, aber der Vitali ist ja nicht dabei, wenn die Kinder machen. Meinst du nicht? Nee. Meinst du, der ist so ein Ring? Also um das die Bett herum? Um das Bett haben die so ein paar Seile geknüpft. Ja. Stehst du und er steht dann draußen, wirft ihm immer mal mit einem nassen Schwamm Wasser zu, dass er ein bisschen abkühlt. Nee, darf er nicht. Nasser Schwamm wäre ja aufgeben. Nein, nur das Wasser aus dem Schwamm, so. Um ihn abzukühlen. Genau. Ab und zu, ja. Oder mal einen Mundschutz oder irgendwas. Ja. Ja. Meinst du, der hat Mundschutz beim Sex? Ja, klar, wenn er sich nicht gescheit anstellt, kriegt er einen. Ich glaube, der kann nur mit Mundschutz. Ja, geile Idee. Ja, das war der 1. Dezember. Wir sehen uns morgen wieder am 2. Dezember. Bis dahin sagen wir Cheerio, Miss Sophie.